Mein lieben Bernd, das Brotfreunde, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen. Wir sind hier auf dem Schrottplatz, ne? Hier steht der wunderbar gigantische Dino, ne? Und wir haben den Einkaufswagen. Ein löchriger Einkaufswagen. Gebt mir etwas biegsames Metall, genau. Und ich flicke ihn wieder oder gebt mir an. Genau, das hatte Briegel schon gesagt und wir haben ja die Drähte gefunden. Aus dem, ich glaube, was aus dem Fluxkompensator, ich weiß es gar nicht. Ist schon ein bisschen länger her, dass ich jetzt aufgenommen habe, aber wir machen mal ganz kurz hier Drähte und Einkauf. Eigentlich müsste er den flicken können. Er kann Briegel, ne? Er ist der Briegel. Na, wenn er nicht Briegeln kann, wer dann? Er briegelt los und das ist eine gute Sache, Freunde. Fast so einfach wie ein schwarzes Loch zu stopfen. Man braucht nur weniger Antimaterie. Genau. Und ein schwarzes Loch ist ja eigentlich... Egal, ich schweife ab. Er ist abgeschwoffen, das ist wohl wahr. So, und jetzt können wir, glaube ich, hier mit dem Kran das Ding anheben. Dann ballern wir da, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ballern wir dann da... bitte einmal Kran. So, pass mal auf, geht das hier. Ich muss einmal nach rechts hier. So, können wir jetzt runter. Ah, okay. Gut, und hier müssten wir theoretisch jetzt Abdruck... Aber was ist das? Ein Abdruck im Schlamm. Ein Abdruck im Schlamm, wenn das nicht eine wunderbare Spur ist. Nein, aber wenn ich mich richtig erinnere, dann müsste man jetzt hier das Entenfutter flupp auf den Abdruck. Na, weil wir müssen die Enten ja vertreiben, weil Bernd, ne, ist ein Brot, ne? Der Erpel mit der Mütze, der Rocker ist so cool, ey. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, da nochmal den Kran runterlassen, ne, damit die Enten dann... Yippie! Die Enten sind gefangen! Dr. Bumblebee hat den Tag gerettet! Lass uns Bernd holen! Berndi! Okay, Bernd, das Gelände sollte sicher sein. Sollte? Also gut. Er vertraut ihn aber schon. Wer hat meinen Kampferpel eingesperrt? Sollte das Gelände nicht sicher sein? Sollte. Was sicher ist, ist, dass Eisenbeißer Willi sehr sauer ist. Das reimt sich. Warum heißt er eigentlich Eisenbeißer? Was seid ihr eigentlich für komische Vögel? Vom Zirkus? Die Unmöglichen! 3, 2, 1! Immer wenn das Verbrechen zuschlägt, schlagen wir zurück. Chili Power! Wenn ich zuschlag, schlagt ihr auf den Boden. Guter Punkt. Guter Punkt. Macht, ja, dass ihr hier wegkommt. Sonst klatscht es. Und zwar keinen Beifall. Mhm. Okay. Was ist der Schalter? Ich klicke da einfach mal ganz dreist drauf. Ich bin dreist, ne? Ich glaube, dass der Mann mit den Eisenzähnen und dem unfreundlichen Wesen etwas dagegen haben könnte, wenn ich hier rumhebel. Okay, aber natürlich, wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt, ne? Eisenbeißer Willi hat Eisen in der Fresse. Da haben wir einen tierischen Magneten, ne? Vielleicht können wir den Bengel ja mal ein bisschen, wie soll ich sagen... Das sieht sehr lustig aus. Bitte, Berndi. Hoch, runter, hoch, runter. Ja, Chili kennt ja gar keine Verwandten. Ne? Das ist einfach so. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müssen wir den jetzt hier in den Reifen stapeln, ne? Wo er durch magische Kraft hindurchgeschwebt ist, wie ihr gesehen habt. Ne? Wir lassen den mal runter. Prima, Berndi. Und jetzt kümmern wir uns um die Statue. Komm, jack, 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 jack. Komm. Chili, Bronze, das ist, ne? Gut, jetzt müssen wir, denke ich mal, den Hebel ziehen, weil wir waren ja, Moment, wir waren ja da, ne, zu dem DeLorean gefahren und ist mir beim Rennen übrigens aufgefallen, dass wir mit dem Magneten den DeLorean, den Fluxkompensator überhaupt rausgeholt haben, ne? Und insofern... Hier kann ich die Weiche umstellen. Ja, dann mach das doch mal. Zum Schrotthaufen. Okay, das ist eine coole Sache. Dann geh nochmal an den Kran. Pass mal auf. Kran, 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 Kran. Über einen coolen Sessel, der Kran. Nochmal. Pardon, da hat es mich gerade total in der Nase gekitzelt und... Böse Nase. Jetzt ist sie wieder gut. Okay, dann da ist das Jack. Eigentlich dürfte das nicht funktionieren, wenn das Ding wirklich aus Bronze ist. Vielleicht hat es ein paar andere Metalle noch drin, die das eventuell... Oh, das ist keine Jack-Statue. Sondern ein Wikinger, der mit Pinguinen ringt. Jetzt habe ich alles gesehen. Ich sehe, sie ist auch aus Bronze. Aber ist Bronze dann magnetisch? Moment, ist Bronze eigentlich
Magnetisch? Ja, ja. Au. Oh. Oh nein, Bernd ist unter der Statue. Wir müssen ihn befreien. Keine Sorge, das ist ein Fall für Sheep Majors. Aber Chili. Für Sheep Majors ganz alleine. Wie aufregend. Ui, ich bin so aufgeregt. Ich glaube, ich muss erst mal einen Stunt machen. Vielleicht solltest du lieber deinen Kopf benutzen. Na, ich weiß nicht, ob Kopf benutzen und Stunt machen sich gegenseitig ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit bei Chili ist doch recht groß. Und gut, dann Stunt. Sie hat gesagt, Wikingerstatue. Eine Statue mit Hörnern. Können wir denn hier das Ding, das Grundsophon, das hat er letztes Mal schon mal Wikinger gerufen, ne? Hallo? Können wir das mit Chili selbst benutzen? Können wir es überhaupt benutzen? Hier, Priegel? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Da. Gut, aber da steht eine Kanone. Und wir haben zufällig, glaube ich, Schwarzpulver dabei. Flump, Schießpulver. Ich würde sagen, wir füllen mal die Kanone, Freunde. Yippie! Das wird ein Spaß! Wenn wir schon einen Stunt-Girl dabei haben, ne? Schießen Kanonen und lebende Kanonenkugel. Das hatten wir bei Guybrush Threepwood auch schon. Auf Monkey Island 1, sprich auf Melee Island, ne? Mit den Spaghetti-Brüdern, ne? So, pass mal auf. Chili, können wir denn jetzt mal hier die Kanone abfeuern? Chili? Wie wär's mit irgendeinem Kopfschuss? Das war bei Guybrush auch. Guter Hinweis, ne? Wir haben ja zufällig gerade einen Wikingerhelden rumfliegen, aber ne, das ist genau wie bei Monkey Island. Das haben sie schön adaptiert, also ne, geliehen und... Ich habe jetzt irgendwie gar nichts gehört. Chili? Sheep Majors! Superheld! Ja, sie hat irgendwas gesagt, aber irgendwie wurde das nicht abgespielt. Pass mal auf. Und jetzt, ich würde sagen, wir schießen uns aus der Kanone, dann schießen wir uns auf den Wikinger und befreien Bernd das Brot. Das klingt erstmal für mich nach einem Plan. Ob das so ist, weiß ich nicht, aber... So, ich habe einen Helm. Was soll da noch schief gehen? Chili Power! Chili Power! Schwarzbild? Chili Power! Wir haben es nicht gesehen. Ja, wenn ich das anmerken darf, die Statue steht immer noch über Bernd. Das kann ich nur bestätigen. Ich auch. Ein hässliches Ding. Wer würde sich sowas in den Vorgarten stellen? Können wir denn hier nochmal den Kram? Das ist mir zu komplektiziert. Was ist dir das? Das ist mir zu komplektiziert. Komplektiziert. Das ist einzusehen, Chili. Das ist auf jeden Fall einzusehen. Aber Priegel? Das ist mir zu komplektiziert. Das wollte ich nochmal hören. Okay, dann müssen wir mal gucken. Dann, Chili, komm mal hierher, kommen wir hier irgendwie durch. Ne, dann müssen wir außen rum gehen. Das ist mir zu komplektiziert. Einkaufswagen? Was habe ich denn noch? Emotion, Ärger? Fluxkompensator. Komm noch mal hier hin, Chili. Wir können ja nicht viel machen. Ne? Wenn nur Augen sind, kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. Das ist hier zu komplexitiert. Können wir den Fluxkompensator hier an die Wikingerstatue werfen? Das kapiere ich nicht. Moment. Ich denk mal drüber nach. Okay, das könnte dauern. Ne? Bei Chili könnte das dauern. Was haben wir denn sonst noch so? Wir haben... Das Grundsophon. Ich würde dir immer noch das Grundsophon sagen, ne? Nee, das geht nicht. Komm hier mit dem Wikinger. Ja, jetzt doch. Danke. Hat Spaß gemacht. Ja, ja, unbedingt. Aber an welcher örtlichen Dimension hat Eisenbeißer Willi die Jagdstatue versteckt? Hatte ich das eben nicht probiert, liebe Leute? Also ich bin ganz ehrlich ein bisschen ratlos. Gut, wir gehen mal zu Willi und fragen den, mal gucken, ob er mit uns spricht, ne? Aber ich hatte das doch probiert mit der Jagdstatue. Ne, wir können mit dem nicht reden. Ja, aber... Nee, es hat sich ausgekrannt für heute. Das ist gut. Der DeLorean, Moment, jetzt mal ganz kurz hier auf die Fragezeichen gehen.
Kron. Dass sie teilweise doppelt besetzt sind, das verstehe ich nicht. Eine Kanone. Ich finde es gut, dass sie auf einem Schrottplatz ist. Ich habe mich einmal zu oft am falschen Ende wiedergefunden. Oh, wie er Chili wegschiebt. Habt ihr gesehen? Vielleicht später. Vielleicht später. Gut, können wir mit Busch sprechen? Nein, können wir nicht. Mit Chili auch nicht. Der DeLorean wird gar nicht mehr angezeigt. Dings auch nicht mehr. Emotion, Ärger. Tricky, liebe Leute. Tricky. So, können wir den irgendwie vielleicht... Ah, genau, wir können den, glaube ich, fesseln, oder? Ne, das Wasser, das ist das radioaktive Wasser. Was? Habe ich jetzt nicht gesehen. Hallo? Spieler? Okay, das war nur sein üblicher Sarkasmus, aber hier, das Gaffer-Tape vielleicht, ne? Tape. Das funktioniert so nicht. Und das hätte ich dir auch vorher sagen können. Okay. Was denn sonst noch? Emotion, Ärger? Hier, Willi, du sagst mir sofort, wo das Jacke ist. Jetzt reicht's mir aber. Nur weil ich ein Brot mit zu kurzen Armen bin. Wenn sie mir nicht sofort sagen, wo die Jackstatue ist, werde ich ihre Enten, also ich werde sie... Das werden sie ja sehen. Nein, tut meinen Erbeln nichts. Ich sag ja alles. Ich habe einen anonymen Brief bekommen, der sagte, dass wenn ich die Statue klaue, bekomme ich dafür das Gewicht in langolischem Jackjoghurt. Naja, der ist gerade voll im Trend. Der geht weg wie warme Semmeln. Ich habe schließlich Ausgaben. Bio-Entenfutter ist ja nicht gerade billig. Und da dachte ich, warum nicht? Das ist sehr albern. Und eine Spur. Auf nach Langolien! Bernie, wo bleibst du? Wir müssen los! Das war beschämend. Willkommen auf dem Non-Stop-Flug 0815-2020 nach Leravien. Bitte beachten Sie, dies ist ein Nichtraucher- und ein Nicht-Pinkler-Flug. Denn ich habe keine Lust, hinter euch immer das Klo sauer zu machen. Non-Stop-Flug nach Leravien? Freunde, wir sind irgendwie in ein Flugzeug gekommen und das ist ein Nicht-Pinkler-Flugzeug. Oh Gott, was ist, wenn man muss? Gut, ich meine, hier sieht es entsprechend aus. Da hängt ein Gummihühnchen, auch wahrscheinlich von Monkey Island. Super freundliche Frage, super neutrale, super ätzender Kommentar, Freunde. Was sollen wir in diesem Bums hier? Busch, du pfennigfuchsendes Geizgemüse. Ist es dir in deinem Blattsalat, den du Hirn nennst, aufgefallen, dass dieses Flugzeug gerade nicht dahin fliegt, wo wir hin wollten? Bei dir klingt es immer so negativ. Im Internet war es der günstigste Flug. Such doch im Internet mal nach günstig und Unkrautvernichtungsmittel. Warum denn, Bernd? Ach, einfach nur so. Sieh es als Herausforderung, Bernd. Wie kommen wir aus diesem Flugzeug raus und in Langolien an? Klappe halten, denn jetzt kommen die Sicherheitsanweisungen. Die euch nicht interessieren, mich auch nicht. Ich mache einfach alles nach, was die Kassette mir sagt. Und träume davon, was ich aus meinem Leben hätte machen können. Ach. Rock'n'Roll! Rock'n'Roll! Liebe Fluggäste, im Falle eines Druckverlustes fallen Sauerstoffmasken von der Decke. Den Sitzgurt können Sie so schließen. Notausgänge befinden sich hier, hier und hier. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Ach. Mir scheint der Job nicht wirklich Spaß zu machen. Das ist ganz schrecklich, das Komfort. Gut, ich meine, Komfort in diesem Flugzeug ist irgendwie... Da steht Exit. Was ist das? Ein roter Knopf. Liebe Leute, ich bin Spiegel. Damit kann man das freundliche Flugpersonal auf sich aufmerksam machen. Ach, das ist alles... Und weniger freundlich machen. Okay, da liegt eine Mausefalle. Ich will aber sofort den Knopf drücken, Freunde. Ich bin... Kommt da gar nicht dran, ne? Doch. Was denn? Service, Sicherheitsvorkehrung, Toilette. Gibt's hier was zu trinken, zu fressen? Kann ich eine Mehlsuppe haben? Mehlsuppe. Gerührt, nicht geschüttelt. Und mit Schirmchen. Na klar. Ach nee, Service fällt aus wegen Iss nicht. Also, Briegel, was hast denn da gebucht? Ich meine, die Wolken fliegen schön an uns vorbei, aber irgendwie, ne? Die Puppe hat ganz an. Das ist hier nicht eine Schraube. Das ist wahrscheinlich das. So, pass mal, Briegel, ich kann ich nicht mitreden.
Ich gehe mal ganz kurz hier auf der Lupe. Aber wir können machen die Exit. Notausstieg. Machen wir mal. Erstens. Dumme Idee, aus einem fliegenden Flugzeug aussteigen zu wollen. Vulva. Zweitens. Hier steht, dass der Notausgang nur von Fachpersonal benutzt werden kann. Naja, aber ich meine, die Dame... Vom Fach wird sie vermutlich irgendwie sein. Die Mäusefalle. Mäusefalle ist geil. Ist das jetzt die Glocke? Staff only. Freundliche Stewardess. WC. Wahrscheinlich der WC-Schlüssel, der uns wahrscheinlich nicht zugänglich ist. Wir gucken. Was? Plastikplane. Hat er genommen. Eine Schutzplane über den Sitzen. Vielleicht damit der Schmutz schön auf dem Sitz bleibt. Damit der Schmutz schön auf dem Sitz bleibt, liebe Leute, lassen wir jetzt mal die Folge beenden. Wir sind in einem wunderschönen Flugzeug. Das ist alles... Hier hängt auf jeden Fall ein Gummihuhn, eine Maske und Briegel und Chili und der kantige... Das ist alles ganz schrecklich, liebe Leute. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und verbleibe wie gehabt in diesem Sinne. Ab in die Rinne, Freunde. Halt euch wacker. Ciao, ciao, sagt euer... Spielkind 45, Stuff only.